jetzt haben wir weitere Stunden hier auf der DKM verbracht und wir haben uns vor allen Dingen damit beschäftigt, ja, wie digital wird denn tatsächlich die Zukunft? Das heißt, ist persönliche Beratung noch im Fokus der zukünftigen Entwicklung? Und was wir sagen müssen, ja, auf alle Fälle, man muss hybrid werden. Und das ist genau das, was wir bestätigt bekommen haben, dass unsere Strategie die richtige ist. Wir haben bei der Insurtech jetzt gesehen, bei dem Kongress, dass voll digitale Beratung natürlich möglich ist. Haben uns aber auf der anderen Seite auch mit vielen weiteren Maklern unterhalten, auch mit Produktanbietern, und haben dort festgestellt, dass genau die Abschlussquoten, um die es tatsächlich geht, verschwindend gering sind, dass nämlich alle immer wieder den Premium-Service Mensch buchen müssen, an der Stelle das persönlich beraten werden muss. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und wir sehen vor allen Dingen jetzt nicht nur den Premium-Service Mensch dort im Mittelpunkt, sondern man kann jetzt auch sagen, und das ist auch ein interessantes Schlagwort, was wir gehört haben, dass der Mensch ein echter Entscheidungshelfer geworden ist in dieser digitalen Landschaft. Deswegen freuen wir uns darauf, dass der Markt sich nicht so schnell entwickelt, wie viele denken. Wir die Zeit haben, uns dem Markt anzupassen, weiter auf die hybride Welt der Beratung in Kombination mit der Digitalisierung zu setzen. Und bin ich gespannt, was heute Abend noch für weitere Eindrücke gibt.